Genau. So, und dann schauen wir gerne noch mal heute in unsere Kiste und was sich da heute drin versteckt für euch. So. Genau. Heute habe ich wieder ein Bild für euch. Schauen wir das mal so rüber. Genau, und zwar ich habe mein selbstgemaltes Bild Liebestraum genannt. Und ihr könnt hier sehen in der Mitte eine Frau und ein Mann, wie sie sich ja in den Armen halten. Und wie sie sich hier verbunden fühlen und wie hier eine unglaublich starke Energie aufsteigt, ja, durch diese Verbindung, auch hier, ja. Und diese starke Energie löst sich dann so fedrig auf, die wird dann auch leichter, ja. Wird aber auch genährt von dem Holz, von dem Grün hier, ja. Also. Und man sieht, wie dieses Paar hier wie so in einer hellen, im hell, oder wie in einem hellen Licht steht. Also dieses Bild könnte auch euren Partnerschaftsbereich stärken. Und das Bild steht für mich für Zweisamkeit, Verbundenheit, Treue und auch sexuelle Energie, ja, durch dieses Orange-Rot hier hat es unglaublich viel Feuer, Feuer und Kraft. Und ich habe mir auch wieder eine Affirmation für euch überlegt. Und zwar könnt ihr euch vielleicht auf ein orangefarbenes Blatt Papier schreiben: Ich bin auf gleicher Augenhöhe mit dir. Ich bin auf gleicher Augenhöhe mit dir. Genau. Und als Farben habe ich wieder was gesammelt. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, der Partnerschaftsbereich profitiert von einem ganz schönen Aprikot. Ja, das ist jetzt mehr ein Orange, leider. Es ist mehr ein Orange. Ja, wobei, schaut mal, hier mein Schal ist auch Aprikot. Also ein zarter Aprikoton im Partnerschaftsbereich könnte noch mehr ins Aprikot gehen, so wie bei mir hier, bei meinem Schal. Vielleicht, ja. Wäre auch schön. Genau, also nicht, dass es zu kräftig wird. Ich meine, das ist hier schon eine sehr kräftig, ein sehr kräftiges Orange, aber man könnte da eben mit den Farben der Erde, Gelb und Orange, eben ein bisschen experimentieren, ja. Die Farben sehen schon ganz klasse aus zusammen, ne? Also, das ist meine Anregung für euren Partnerschaftsbereich. Und ich lege es mal hier so her und stelle es hier drauf. Genau, dass ihr es sehen könnt. Genau. Dazu mein Bild, Liebestraum. Wer hätte den nicht gerne? Und wir wollen ja hier nicht nur träumen, sondern wir sind hier aktiv und werden versuchen, dass ihr alle eine glückliche Partnerschaft euch anzieht. Ja? Okay. Ja, jetzt hoffe ich, konnte ich euch wieder ein bisschen was mitgeben, einen kleinen Eindruck geben, wie der Partnerschaftsbereich aus Feng Shui-Sicht gestärkt und gefördert, genährt werden kann. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meine Videos weiterhin begleitet, vielleicht auch den Daumen hoch gebt und das Glöckchen abonniert.
Super, würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal.